Aber das Thema Angst ist auch mit der Geschichte der deutschen Minderheit im Banat verbunden, also der Region der Hertha Müller, in der Hertha Müller 1953 geboren und aufgewachsen ist. Die Mutter Hertha Müllers, wie andere Angehörige der deutschen Minderheit, wurde 1945 von den Sowjets nach Russland in die Ukraine in Arbeitslager verschleppt, sozusagen als kollektive Bestrafung für die Verbrechen der NS-Zeit. In dem fast zeitgleich mit dem Nobelpreis 2009 erschienenen Roman Atemschaukel geht es um diesen außerhalb Rumäniens und vermutlich jetzt bei der jüngeren Generation vielleicht weniger bekannten düsteren Teil der Geschichte Rumäniens, wo Menschen nicht nur aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit verschleppt wurden, sondern auch wegen homosexueller Orientierung. Als Zeitzeuge und historische Vorlage für dieses Werk diente der rumänisch-deutsche Schriftsteller Oskar Pastior, ein Freund, der 1927 geboren, altersmäßig zur Vatergeneration von Hertha Müller gehörte. Pastior war ein herausragender Lyriker mit starker Anbindung an die experimentelle Poesie der Avantgarde, zu der sich auch die Aktionsgruppe Banat, so hießen die, hingezogen fühlte. Und in diesen etwa zeitgleich mit der Wiener Gruppe in Österreich aktiven Kreis von jungen experimentellen Literaten bewegte sich auch die gleichaltrige in Temeswar studierende Hertha Müller. Und ich erwähne das jetzt hier nur deshalb, weil auch bei Müller dieser Aspekt des Handwerklichen, der Arbeit mit Sprache als Material eine Rolle spielt, wie es ihre Collagenbände augenscheinlich zeigen, von denen mittlerweile ja schon 4 Bände erschienen sind und eben der letzte in diesem Jahr mit dem schönen Titel Im Heimweh ist ein blauer Saal. Ja, und jetzt bin ich auch schon am Ende mit meinem Monolog und möchte Hertha Müller bitten, kurz auch etwas zum Hintergrund dieses Romans sagen. 2004, in dem Jahr, in dem Sie ja bei Sprachsalz waren, sind Sie auch mit Pastior in die Ukraine gereist, sozusagen zur Recherche für diesen Roman Atemschaukel, aus dem Hertha Müller eben heute lesen wird. Könnten Sie einfach kurz noch etwas erzählen zum Entstehungsprozess zu Pastior? Ja, also ich kannte Pastior schon ziemlich lange, also seit ich in Deutschland war sowieso. In Rumänien, er war ja viel früher ausgewandert, er war 68 aus Rumänien weggegangen, beim ersten Besuch, den er hatte im Westen, in Österreich übrigens, ist er hier geblieben. Und er war ja homosexuell und hatte ja, wie gesagt, das Lager überlebt. Und danach hat man ihm natürlich diese Homosexualität, dafür konnte man jeden Tag ins Gefängnis kommen, bis zuletzt, bis 89. Und das war also noch einmal ein gestohlenes Leben. Und diese Leute haben dann alle geheiratet, oder wie, um das irgendwie zu kaschieren. Und natürlich hat der Geheimdienst das gewusst. Und hätte, wann immer hätte er die Leute kriminalisieren können. Und wenn jemand aus den Bekanntenkreisen verhört wurde, hatte er jedes Mal zitternde Angst, dass der Name sein Name fällt und dass er dran ist. Und das war bestimmt auch ein Grund, weshalb er sofort weg wollte. Und dann auch seine Literatur, experimentelle Literatur, war im Sozialismus verboten. Das war unanständig. Was heißt hier experimentell? Es wurden die Losungen ausgegeben, dass man Optimismus an den Tag legt, die Arbeiterklasse, also all diese stalinistischen Vorschriften. Davon hat Pastor natürlich überhaupt nichts eingelöst und hat dann seine Literatur erst hier wieder, seine experimentelle Literatur erst hier angefangen zu schreiben. Und das ist dann so in der Richtung von Artmann oder Jandl, oder mit denen er auch sehr gut bekannt war, auch mit der Mayröcker. Also das war diese Literatur, die er dann erst schreiben konnte, als er weg war. Und danach die Deportation, davon hat er nie was erzählt. Und meine Mutter war auch deportiert 5 Jahre lang. Und ich habe immer gedacht, meine Mutter ist eine alte Frau, weil ich habe schon als Kind gespürt, dass sie irgendetwas hier im Nacken trägt und dass sie nicht jung sein kann. Auch da war sie kaum Ende 20, Anfang 30. Und das hat sich auch
bei mir dann so ausgewirkt, dass ich dachte, dass ja, das ganze Dorf war auch so trist, weil die Leute, die überlebt haben, die waren alle im Dorf und es war verboten, über die Deportation zu reden. Also haben die alle geschwiegen und das in sich hineingefressen. Und ich wollte darüber schreiben. Und das habe ich angefangen, ich habe mehrere Sachen, Texte gehabt, wo das so am Rande vorkam, in den Niederungen schon im allerersten Buch. Aber ich dachte, man muss über das Thema selbst mal was schreiben. Und da habe ich mich auch lange nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob das geht, ob ich das kann, wie fängt man mit so einem Thema an, wie packt man das. Und solche emotionalen Themen sind ja besonders delikat, weil da kann man sich nicht leisten, ein schlechtes Buch zu schreiben, weil man damit den Leuten dann nochmal Unrecht tut. Aber das habe ich mir gedacht, wenn das passiert, dann werde ich aufgeben, dann sage ich, geht nicht. Und dann habe ich halt mit Pastor angefangen, darüber zu sprechen, nachdem ich ganz lange mit anderen Leuten recherchiert habe und es kam nicht das heraus, was ich wollte. Pastor war natürlich ein hochintelligenter Intellektueller und hat reflektiert. Aber er war auch sehr emotional und hat auch die Dinge alle im Detail beschrieben. Seine Liebe zu den Materialien im Arbeitslager, den Sand, welchen Sand er am liebsten hat, welche Kohle. Und da hat er einfach so davon gesprochen, als wären das Personen. Und dann hat er den Hungerengel erfunden, damals schon, dass der, weil ja so viele Leute verhungert und erfroren sind, das Problem, ob jeder seinen eigenen Hunger... Ich bin jetzt doppelt... seinen eigenen Hungerengel hat oder ob es nur einen gibt für das ganze Lager. Und jedenfalls, er hat mir die Sachen alle erzählt. Meine Mutter hat mir nie was erzählt. Ich glaube, sie konnte das nicht. Und die ganze Minderheit, aus der ich komme, aus dem Dorf, war stumm. Das war zuerst die verordnete Stummheit. Und danach war es vielleicht die zweite zur Natur gewordene Gewohnheit oder auch... Die Bauern reden ja nicht gerne über sich selbst und haben auch gar kein Vokabular für ihre eigenen Gefühle, weil das macht man ja eigentlich nicht. Insofern, es kam nicht viel dabei raus. Und dann fing ich an, mit Pastor darüber zu reden und das waren die ersten Sachen, wo ich sagte, ganz großartig, was dieser, er hatte alles in Erinnerung. Und ja, und dann habe ich eigentlich, ist der Ausgangspunkt, hat sich dann total verschoben. Erstens wollte ich das Buch mit Pastor zusammenschreiben. Nach 4 Jahren, das waren wir zusammen, haben wir gearbeitet jede Woche und waren das Lagergelände besuchen in der Ukraine. Und dann ist Pastor plötzlich gestorben, ist dann umgefallen auf der Buchmesse und hatte Herzschlag und war tot. Und dann hatte ich die ganzen Sachen da und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich zuerst gedacht, jetzt ist es vorbei. Das sollte so sein, ich will jetzt nicht mehr, ich konnte das Ganze auch gar nicht mehr anschauen, weil ich habe seine Stimme immer gehört. Ich hatte 4 große Bücher, er hat erzählt, ich habe geschrieben und dann habe ich das gar nicht ertragen, weil wir hatten uns auch sehr aneinander gewöhnt. Diese 4 Jahre war für ihn wahrscheinlich die naheste Person geworden in diesen 4 Jahren, weil die Sachen, die er erzählte, waren ja auch sehr intim und und dann habe ich gedacht, ich bin ihm das schuldig, ich muss das nochmal probieren. Und so nach 1,5 Jahren, nachdem er tot war, habe ich angefangen, die Atemschaukel zu schreiben, mich von unserem Wir zu verabschieden, weil wir haben ja immer gedacht, wir machen das zusammen. Das war auch nicht ganz einfach, weil ich dachte, ich bin nicht er und ich muss das jetzt aufgeben, ob es ihm gefällt oder ob er das auch so sagen würde, das geht nicht. Dann bin ich nur behindert und kann nicht arbeiten, so wie ich es halt sonst mit Texten mache. Naja, und dann wurde die Hauptperson nicht mehr meine Mutter, sondern das wurde dann eine Person, das wurde dann der Pastor, der Protagonist mit der Biografie des Oskar Pastor. Also ein Homosexueller, der nochmal allein ist im Lager, nochmal einsam, weil die anderen konnten ja irgendwie Beziehungen haben, wenn sie gerade genug genährt waren, dass sie wieder irgendwie zu Kräften kamen. Aber er musste ja seine Homosexualität auch dort verstecken, sonst hätten die ihn gelyncht. Also erstens hätte die Lagerleitung ihn gelyncht und zweitens seine eigenen Landsleute, die hatten auch keine Akzeptanz für Homosexuelle. So, und dann habe ich ein Buch geschrieben über Pastor. Das ist es. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist dann jetzt gerade der richtige Augenblick, auch direkt schon ins Werk einzusteigen. Sie haben gesagt, Sie lesen das Kapitel
Taschentuch und Mäuse. Ja, ich lese das Kapitel, das hat mit keinem anderen Querverbindungen und dann muss man nicht ständig erzählen oder erklären, welche Personen wo waren, schon vorher oder danach noch sein werden. Und das ist so ein Kapitel, das für sich stehen kann. Also Taschentuch und Mäuse. Im Lager gab es vielerlei Tücher. Das Leben ging von einem Tuch zum anderen. Vom Fußwickeltuch zum Handtuch zum Brottuch zum Meldekraut-Kopfkissentuch zum Hausier- und Betteltuch und sogar zum Taschentuch, wenn man überhaupt eines hatte. Die Russen im Lager brauchten kein Taschentuch. Sie pressten das eine Nasenloch mit dem Zeigefinger zu und bliesen den Rotz durchs andere wie Teig auf den Boden. Dann pressten sie das saubere Nasenloch zu und der Rotz spritzte durchs andere. Ich habe geübt, bei mir flog der Rotz nie weg. Niemand im Lager nahm zum Naseputzen ein Taschentuch. Wer eines hatte, brauchte es als Beutel für Zucker und Salz. Und wenn es ganz zerrissen war, als Klopapier. Einmal bekam ich ein Taschentuch geschenkt von einer Russin. Es war sehr kalt. Mich trieb der Hunger. Nach der Arbeit ging ich wieder mal ins Russendorf hausieren mit einem Stück Anthrazitkohle, das man jetzt zum Heizen brauchte. Ich klopfte an eine Tür. Eine alte Russin öffnete, nahm mir die Kohle ab und ließ mich ins Haus. Das Zimmer war niedrig, in der Wand das Fenster so tief wie mein Knie. Auf einem Hocker standen zwei magere, grau-weiß gescheckte Hühner. Dem einen Huhn hing der Kamm übers Auge, es schlenkerte mit dem Kopf wie ein Mensch ohne Hände, dem das Haar ins Gesicht fällt. Die alte Frau redete seit einer Weile. Ich verstand nur hier und da ein Wort, spürte aber, worum es ging. Dass sie Angst vor den Nachbarn hat, dass sie schon lange mit zwei Hühnern allein ist, aber lieber mit den Hühnern redet als mit den Nachbarn. Dass sie einen Sohn in meinem Alter hat, dass er Boris heißt und von zu Hause so weit weg ist wie ich, in der anderen Richtung, in einem Lager in Sibirien, in einem Strafbataillon, weil ein Nachbar ihn denunziert hat. Vielleicht habt ihr Glück, du und mein Sohn Boris, sagte sie, und dürft bald nach Hause. Sie zeigte auf den Stuhl und ich setzte mich an die Tischecke. Sie nahm mir die Mütze vom Kopf und legte sie auf den Tisch. Sie legte einen Holzlöffel neben die Mütze. Dann ging sie zum Herd und schöpfte aus dem Topf Kartoffelsuppe in eine Blechschüssel. Es war bestimmt 1 Liter Suppe. Ich löffelte. Sie stand neben meiner Schulter und schaute mir zu. Die Suppe war heiß, ich schlürfte und schielte zu ihr. Und sie nickte. Ich wollte langsam essen, weil ich länger was von der Suppe haben wollte. Aber mein Hunger saß wie ein Hund vor dem Teller und fraß. Die zwei Hühner hatten ihre Füße eingezogen, hockten auf dem Bauch und schliefen. Die Suppe heizte mich bis in die Zehen. Meine Nase tropfte. Abadji, warte, sagte die Russin und brachte aus dem Nebenzimmer ein schneeweißes Taschentuch. Sie gab es mir in die Hand und drückte meine Finger zu, als Zeichen, dass ich es behalten soll. Sie schenkte es mir. Und ich wagte nicht, mich zu schneuzen. Was da geschah, ging weit über das Geschäftliche des Hausierens und mich und sie und ein Taschentuch hinaus. Es betraf ihren Sohn. Und mir tat es gut und auch wieder nicht. Sie oder ich oder wir beide waren ein Stück zu weit gegangen. Sie musste etwas tun für ihren Sohn, weil ich da war und er von zu Hause so weit weg wie ich. Mir war das peinlich, dass ich da war und dass ich nicht er war. Und dass sie das auch spürte und sich darüber hinwegsetzen musste, weil sie die Sorgen um ihn nicht mehr aushielt. Auch ich hielt es nicht mehr aus, 2 Menschen zu sein. 2 Verschleppte, das war mir zu viel.
Das war nicht so einfach, wie auf dem Hocker zwei Hühner nebeneinander. Mein Kohletuch, grob und dreckig, habe ich nachher auf der Straße draußen als Taschentuch benutzt und nach dem Schneuzen um den Hals gelegt. Da war das mein Halstuch. Mit den Halstuchenden habe ich mir im Gehen die Augen gewischt, oft und kurz, dass es nicht auffällt. Es hat mich zwar keiner beobachtet, ich wollte, dass es mir nicht auffällt. Ich wusste zu gut, es gibt ein inneres Gesetz, wonach man mit dem Weinen nie anfangen darf, wenn man zu viele Gründe hat. Ich redete mir ein, dass die Tränen von der Kälte kommen und glaubte mir. Das schneeweiße Taschentuch aus feinstem Batist war alt, ein Stück aus der Zarenzeit. Es hatte einen handgestickten Ajourrand, Stäbchen aus Seidenzwirn. Die Lücken zwischen den Stäbchen waren akkurat genäht und in den Ecken kleine Seidenrosetten. So etwas Schönes hatte ich lang nicht mehr gesehen. Die Schönheit der normalen Gegenstände war zu Hause nicht der Rede wert. Im Lager ist es gut, sie zu vergessen. In dem Taschentuch erwischte sie mich. Diese Schönheit tat mir weh. Ob dieser Sohn der alten Russin, der er und ich in einem war, je wieder nach Hause kommt? Ich fing an zu singen, um die Gedanken abzustellen. Ich sang für uns beide den Viva-Grown Blues. Im Walde blüht der Seidelbast. Im Graben liegt noch Schnee. Und dass du mir geschrieben hast, das Brieflein tut mir weh. Und der Himmel lief, Wolken mit ihren vollgestopften Kissen. Und dann schaute der frühe Mond mit dem Gesicht meiner Mutter. Die Wolken schoben ihr ein Kissen unter das Kinn und ein Kissen hinter die rechte Wange. Und durch die linke Wange zog das Kissen wieder hinaus. Und ich fragte den Mond, ist meine Mutter schon so schwach? Ist sie krank? Gibt es unser Haus noch? Wohnt sie noch dort oder ist sie auch in einem Lager? Lebt sie überhaupt noch? Weiß sie, dass ich noch lebe? Oder weint sie schon um einen Toten, wenn sie an mich denkt? Schon den zweiten Winter war ich im Lager. Wir durften keine Post nach Hause schreiben, kein Lebenszeichen. Im Russendorf standen nackte Birken, darunter die Schneedächer wie krumme Betten in Luftbaracken. In dieser frühen Dämmerung war die Haut der Birken anders bleich als am Tag und anders weiß als Schnee. Ich sah den Wind biegsam durch die Äste schwimmen. Auf dem Trampelweg neben den geflochtenen Weidezäunen kam mir ein holzbraunes Hündchen entgegen. Es hatte einen dreieckigen Kopf, hohe Beine, stracks dünn wie Trommelstöcke. Weißer Atem flog ihm aus dem Maul, als würde es mein Taschentuch essen und dabei mit den Beinen trommeln. Das Hündchen lief vorbei, als wäre ich nur der Schatten vom Zaun. Es hatte recht. Ich war auf diesem Heimweg ins Lager nichts weiter als ein gewöhnlicher russischer Gegenstand in der Dämmerung. Das weiße Taschentuch aus Batist hatte noch niemand benutzt. Auch ich habe es nie benutzt, aber wie eine Art Reliquie von einer Mutter und einem Sohn bis zum letzten Tag im Koffer aufbewahrt und schließlich auch nach Hause mitgenommen. Im Lager hatte so ein Taschentuch nichts zu suchen. Ich hätte es all die Jahre auf dem Bazar für etwas Essbares tauschen können. Ich hätte Zucker oder Salz dafür bekommen, vielleicht sogar Hirse. Die Versuchung war da, der Hunger blind, was mich abhielt. Ich glaubte, das Taschentuch ist mein Schicksal. Wenn man sein Schicksal aus der Hand gibt, ist man verloren. Ich war mir sicher, der Abschiedssatz meiner Großmutter, ich weiß, du kommst wieder, hat sich in ein Taschentuch verwandelt. Ich schäme mich nicht, wenn ich sage, das Taschentuch war der einzige Mensch, der sich im Lager um mich kümmerte. Ich bin mir sicher, auch heute noch. Manchmal kriegen die Dinge eine Zartheit, eine monströse, die man von ihnen nicht erwartet. Am Kopf
Ende hinterm Kissen ist der Koffer. Und unterm Kissen im Brottuch das vom Mund abgesparte, unschätzbar wertvolle Brot. Und wo auf dem Kissen das Ohr liegt, piepst es eines Morgens. Und man hebt den Kopf und wundert sich zwischen Brottuch und Kissen, zappelt ein hellrosa Knäuel, groß wie das eigene Ohr. 6 augenlose Mäuse, jede kleiner als ein Kinderfinger. Und ihre Haut wie Seidenstrümpfe, die zucken, weil sie aus Fleisch sind. Mäuse aus dem Nichts geboren, ein Geschenk ohne Grund. Da war ich plötzlich stolz auf sie, als ob auch sie stolz auf mich wären. Stolz, weil mein Ohr Kinder bekommen hatte, weil sie trotz der 68 Betten in der Baracke bei mir geboren wurden und ausgerechnet mich zum Vater haben wollten. Sie lagen alleine da, eine Mutter habe ich nie gesehen. Ich genierte mich vor ihnen, weil sie mir so maßlos trauten. Ich spürte sofort, dass ich sie liebte und dass ich sie loswerden muss, und zwar sofort, bevor sie Brot fressen und bevor die anderen aufwachen und etwas merken. Und ich hob das Knäuel Mäuse aufs Brottuch, hielt die Finger wie ein Nest, um ihnen ja nicht weh zu tun. Ich schlich aus der Baracke, trug das Nest über den Hof, meine Füße zittrig vor Eile, dass mich ja kein Wachsoldat sieht und kein Wachhund riecht. Doch meine Augen wichen nicht von dem Tuch, dass mir beim Gehen ja keine Maus herunterfällt. Dann stand ich in der Latrine und schüttelte das Tuch ins Loch. Die Mäuse plumpsten in die Grube. Kein Pieps. Ich atmete nur einmal tief. Geschafft. Als ich 9 Jahre alt war, fand ich auf einem alten Teppich im hintersten Winkel der Waschküche ein neugeborenes, grau-grünes Kätzchen mit verklebten Augen. Ich nahm es in die Hand und streichelte ihm den Bauch. Es fauchte und biss mir in den kleinen Finger, ließ nicht los. Da sah ich Blut. Da drückte ich mit Daumen und Zeigefinger, ich glaube, ich habe ganz zugedrückt, und zwar am Hals. Mir klopfte das Herz wie nach einem Zweikampf. Das Kätzchen, weil es tot war, hatte mich beim Töten ertappt. Dass es keine Absicht war, machte es nur schlimmer. Monströse Zärtlichkeit verstrickt sich anders in Schuld als absichtliche Grausamkeit. Tiefer und länger. Was das Kätzchen mit den Mäusen gemeinsam hat? Kein Pieps. Und was das Kätzchen von den Mäusen unterscheidet? Bei den Mäusen war es Absicht und Mitleid. Bei dem Kätzchen die Verbitterung, dass man streicheln will und gebissen wird. Das ist das eine. Zugzwang das andere. Wenn man das Drücken anfängt, kann man nicht zurück. Danke. Vielen Dank. Eine Frage könnte sich noch ausgehen zeitmäßig, wenn es in Ordnung ist. Ja? Okay. Ja? Eine? Ja, okay. Vielleicht eines, dieses Kapitel heißt ja Taschentuch, und Taschentuch ist sozusagen ein Codewort für Hertha Müllers Texte. Es kommt sehr oft das Motiv vor, und um das Taschentuch rundherum hat Hertha Müller auch ihre Nobelpreisrede gebaut. Das Taschentuch war auch letztlich Ihre erste Schreibunterlage. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz erzählen? Was meinen Sie mit Schreibunterlage? Zum Draufsitzen oder wie? Ja, oder als Sie kein Büro mehr hatten. Ja gut, aber ich habe mich dann draufgesetzt. Ich war in einer Fabrik, in einer
Maschinenbaufabrik habe ich gearbeitet als Übersetzerin für technische Maschinen. Und ich hatte halt schon die ganzen Probleme mit dem Geheimdienst. Und eines Tages hat mich der Geheimdienst dann aufgefordert, mit ihnen zu arbeiten, also eine sogenannte informelle Mitarbeit zu unterschreiben. Und ich habe das natürlich nicht verweigert und habe auch gedacht, so jetzt ist es alles gut, jetzt wissen sie, ich will mit ihnen nichts zu tun haben und sie mit mir nicht mehr, mit mir können sie nicht rechnen. Und meine Freunde aus dieser Aktionsgruppe waren alle schon im Gefängnis und hatten Hausarreste und Exmatrikulationen. Und ich fand diese Funktionäre der Fabrik, diese, gerade die jungen Leute, so abstoßend und so verächtlich gegenüber den Leuten, den einfachen Leuten. Die Hallen waren furchtbar kaputt, es gab keine Fensterscheiben, es war kalt, es war eisig. Die mussten an diesen Fließbändern stehen. Und diese polierten Nullen, die haben also sich in den Sitzungen aufgespielt. Und also es war mir alles wirklich körperlich fast nicht auszuhalten. Insofern war das die Absage an diesen Geheimdienst keine Entscheidung. Ich habe mich vor diesem Regime so geekelt, ich kann das gar nicht anders sagen, dass je mehr ich hineingesehen habe, umso grotesker und menschenverachtender kam mir das alles vor. Und so war das auch, dass der einzelne Mensch nicht zählte und die Absage war selbstverständlich. Naja, und dann fingen halt die Schikanen an. Dann hat dieser Kerl, der mich belästigt hat in der Fabrik, der war ja zuständig für die Fabrik. Es gab ja überall in jeder Einheit Leute, die extra für irgendwelche Institutionen zuständig waren. Das für Schulen, für Fabriken, für, es gab keine Institution, für die kein Geheimdienst zuständig war. Und der war halt für die Fabrik zuständig. Und der kam dann mehrere Male und hat mich zuerst immer dieses Wechselspiel von Bedrohen und Schmeicheln. Und das beides war gleichzeitig gleich ekelhaft. Und ich war ja nicht so dumm, dass ich auf sowas reingefallen bin. Wenn mich so einer lobt, dass ich dann schwach werde oder meine, dass ich bin wirklich großartig, weil er sagt, ihre Menschenkenntnis und was weiß ich was. Ja, und ich habe natürlich abgelehnt und dann war er natürlich völlig aus der Fassung und es ist ihm offenbar nicht oft passiert. Ich wusste auch, dass um mich herum viele für den Geheimdienst gearbeitet haben, auch die beiden Damen, die in meinem Büro waren. Das waren, die eine war die Schwiegertochter des zweithöchsten Geheimdienstlers in der Stadt und die andere war die Ehefrau eines 50, 40 Jahre älteren Professors von der Uni, von dem auch jeder wusste, dass er Geheimdienstler war. Jedenfalls, ich habe dann abgelehnt und dann fingen die Schikanen an und das ging halt immer weiter. Jeden Morgen zum Direktor, 7:30 muss ich dort sitzen, eine Stunde wurde ich dann fertig gemacht. Also mit allem, was man dazu braucht, mit Hure und Hündin und was halt so war. Und ich soll mir eine andere Stelle suchen. Und ich bin da immer hin und habe jeden Morgen gesagt, das war die erste Frage, hast du eine andere Stelle gefunden? Habe ich immer gesagt, ich habe keine gesucht. Mir gefällt es in der Fabrik, ich möchte bis zur Rente bleiben. Da wurden die haben gekocht vor Wut. Es war ja nur noch Provokation. Ich hatte auch nichts mehr zu verlieren. Ich war nervlich so kaputt, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und das ging halt dann immer weiter, das ging einige Wochen mit Versetzung in andere Abteilungen, mit großen Webmaschinen, die haben auch Maschendraht gewebt, und die ich gar nicht bedienen konnte. Und dann wieder zurück und dann haben sie mir letztendlich das Büro genommen. Also ich kam eines Morgens zur Arbeit und hatte kein Büro mehr, da saß ein Ingenieur. Und als ich an der Tür öffnete, hat er gesagt, wenn man in andere fremde Büros kommt, dann wird bei uns geklopft. Und meine Sachen, meine Wörterbücher, meine Übersetzungssachen waren alle auf dem Gang, auf dem Boden. Naja, und ich musste ja weiter in die Fabrik gehen, weil ich denen das nicht gönnen konnte, dass ich nicht komme, weil ich kein Büro habe. Dann hätten sie mich wegen fehlender Stunden entlassen. Und das wäre natürlich, wahrscheinlich haben sie auch damit gerechnet. Und ich bin dann weiter in die Arbeit gegangen,
obwohl ich nicht hatte, wohin. Und dann habe ich eine Freundin gehabt, eine Freundin in der Fabrik, die wusste natürlich, was passiert. Also gleichzeitig wurde ich dann als Spitzel verleumdet. Das war auch noch, das war das Bitterste. Also da habe ich gedacht, da ist jetzt die Hölle los. Ich konnte ja nicht hunderten Leuten sagen, wer hier die Spitzel sind und warum das alles passiert. Und viele haben es einem auch gegönnt. Also die, die Securitate-Leute waren, haben es einem ja auch wahrscheinlich gegönnt und gesagt, naja, wenn sie sich das einbrockt, dann hat sie es halt. Und ja, und dann war ich ein paar Tage bei dieser Freundin am Schreibtisch, die hat mir eine Ecke freigemacht. Und dann durfte sie mich nicht mehr ins Büro lassen. Und dann habe ich im Treppenhaus gesessen. Und dann habe ich mich, und darauf hat sie sich bezogen, dann habe ich mich zwischen die Etagen auf die Treppen gesetzt und habe mir das Taschentuch hingelegt und mich draufgesetzt. Es war dann wie eine Art Büro, ne? Also es war wie ein Taschentuchbüro. Und es war halt so, meine Mutter hat mich immer mit dem Taschentuch, immer, hast du ein Taschentuch? Und das Taschentuch war so wichtig. Das kennen ja ältere Leute hier auch noch, ne? Dass man Taschentücher hatte für alles. Und Taschentücher, die zu den Kleidern passen. Und die wurden gebügelt. Und dann gab es Kindertaschentücher und Herrentaschentücher und Damentaschentücher. Und sonntags hatte man dann ganz besondere, eben mit Stickereien und mit Monogrammen gestickt. Und diese Kultur ist uns ja alle verloren gegangen, weil wir immer nur noch Papiertaschentücher haben und das alles und sie alle wegwerfen. Ne? Und naja, und dann saß ich auf dem Taschentuch und das war auch der Grund, mit der, weil Sie die Nobelpreisrede erwähnten, auch dass in diesem Lager, auch dass dort auch noch ein Taschentuch herumgeisterte, in diesem, wo es keine Zivilisation mehr gab. Und die Armen und die Russen waren ja auch so arm, die hatten ja auch nichts. Dass eine alte Frau noch ein Taschentuch von früher hat und es einem fremden Jungen schenkt, nur weil ihr Sohn nicht zu Hause ist. So eine unglaubliche Geste, so eine große Geste. Und das hat mich so immer beschäftigt. Ne? Und das, ich habe ja dann auch damit aufgehört, dass, wenn man zum Beispiel zum Verhör ging und nicht wusste, dass, ob man abends nach Hause kommt, weil unten waren ja die Untersuchungsgefängnis, waren die Zellen. Und ich hatte ja auch Freunde, die waren ja auch dort eine Weile. Und dann hat man sich immer ein Taschentuch und eine Zahnbürste mitgenommen in der Handtasche und ein bisschen Zahnpasta, dass man wenigstens für die ersten Tage. Und das, also das Taschentuch war immer, immer da. Und als Kind sowieso hat man sich die Wunden zugebunden. Und wenn es geregnet hat, hat man sich Knoten gemacht und es auf den Kopf getan. Und man hat mit dem Taschentuch am Zug, an dem Bahnsteig winkeln konnte man mit dem Taschentuch. Oder wenn was schwer war zum Tragen, hat man das Taschentuch genommen, dass man sich die Hand nicht aufreibt. Und es gab hunderte Sachen, das ist so ein wandelbarer Gegenstand, der sich immer verändert und der sich immer für alle Sachen eignet. Und das hat mich dann beschäftigt, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Ja. Und das hat mir damals, wie gesagt, bei dem Draufsitzen, die Treppen waren ja auch kalt, schmutzig und kalt. Und die Leute gingen alle an mir vorbei und haben so getan, als wäre das normal, als dass ich dort sitze. Und das ist auch natürlich das Schlimmste, wenn man ein Staatsfeind ist, dass man diese Einsamkeit, dass alle Leute Angst haben, dass man, sie hätten mit einem zu tun und sie kriegen auch Probleme. Und dann tun sie alles so, als gäbe es einen nicht. Und das habe ich auch erst dann begriffen. Das hat mir manchmal mehr weh getan, als das beim Geheimdienst wusste ich, das ist deren Beruf, das ist ihre schäbige Arbeit, diese Verhöre zu machen. Und das, manche waren auch schon 50er Jahre. Der mich immer verhört hat, der war schon in den 50er Jahren aktiv. Und da hat man noch... Da hat man gefoltert und er hat sich hochgearbeitet, wahrscheinlich durch Foltern, ich weiß ja nicht, ich habe ja keine Dokumente von dem. Aber dass bei denen das normal war, das habe ich schon kapiert, aber dass alle anderen Leute, die bis zu einer gewissen Zeit mit einem kollegial ganz normal im Umgang waren, irgendwann dann alle Beziehungen auch nicht nur abgebrochen, sondern einen auch richtig gemieden. Also die sind sogar manchmal auf die andere Straßenseite gegangen, damit sie nicht vielleicht doch ein Spitzel sieht, dass sie mit mir mich treffen und mir vielleicht irgendwie, dass wir drei Sätze reden. Und vielleicht haben sie mich auch geschützt dadurch, dass sie wollten nicht berichten und dachten, wenn sie mich,
wenn man sie mit mir erwischt, dann werden sie auch angesprochen und man zwingt sie vielleicht auch in eine Tätigkeit, das weiß man nicht. Das sind alles die Dinge, die man nicht klären kann. Okay. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.